Willkommen bei Veganized, dem Format, in dem ich euch veganisierte Rezepte zeige, die anschließend von unserer allesessenden Jury knallhart ehrlich bewertet werden. Mein Name ist Vince und wir machen heute Mac and Cheese. Wenn ihr heute zum ersten Mal hier seid, solltet ihr Plop unbedingt abonnieren, denn es gibt weitere Folgen dieser und viele anderer Shows, die einen Blick wert sind. So, wir legen jetzt los und zwar damit, dass wir zuallererst 2 Karotten und 400 Gramm Kartoffeln schneiden. Das ist so die Basismasse für unsere Cheese-Soße. Und dazu werden wir die beiden Sachen jetzt erstmal schälen und in kleine Würfel schneiden. Also ich habe so ein ähnliches Rezept schon mal gemacht. Nicht genau das Rezept, deswegen bin ich auch gespannt, wie das Ergebnis wird, aber so aus meiner Erfahrung würde ich schon sagen, dass man Mac and Cheese ganz lecker vegan machen kann. So, wir schneiden die Zutaten jetzt in kleine Würfel und kochen die in Wasser auf. Dafür setzen wir schon einmal einen kleinen Topf mit Wasser auf. Alright. So, während unser Wasser aufkocht, schneiden wir die Kartoffeln und Karotten in relativ kleine Würfel. Das muss auch nicht super ordentlich sein, weil wir das später eh noch pürieren. Unser Wasser kocht noch nicht ganz, aber ist egal. Wir packen einfach schon mal alles rein. So, wir müssen ja auch noch unsere Nudeln kochen. Dabei könnt ihr einfach die Sorte Nudeln nehmen, die ihr mögt. Wir haben hier so gekringelte Macaroni und davon benutzen wir 500 Gramm. Das ist doch so, dass die Hälfte runterfällt, glaube ich, kennt, glaube ich, jeder. Und während ihr darauf wartet, dass euer Gemüse und eure Nudeln durchkochen, könnt ihr mal auf unserem Kanal bei Philosophieren vorbeischauen. Da haben wir nämlich auch eine Folge mit 3 Veganern, die sich betrinken und sich über alle möglichen veganen Themen unterhalten. Solltet ihr auf keinen Fall verpassen, ist auch in der Infocard verlinkt. Okay, die Sachen brauchen noch einen kleinen Moment und in der Zwischenzeit können wir schon mal alle restlichen Zutaten in dieses wunderschöne Rührgerät, in diesen Rühr Becher packen. Zum einen haben wir hier 180 Gramm Cashews. Dabei ist es wichtig, dass ihr hier keinen super richtig geilen Mixer habt, so wie wir in dem Fall. Wir benutzen einen Pürierstab. Dann ist es wichtig, dass ihr die einige Stunden vorher oder am besten am Abend vorher in Wasser einweicht, weil der Mixer sonst nicht so richtig damit fertig wird. Wenn ihr so einen fancy Mixer habt, dann geht es vielleicht auch so. Hier hinzu kommen jetzt 3 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel mittelscharfer Senf, der Zitronensaft einer ganzen Zitrone dazu. Wenn ihr nichts zum Auspressen habt, könnt ihr auch, was einigermaßen gut funktioniert, einen Löffel nehmen, den reinstecken und drehen. Dann kriegt man auch ziemlich viel vom Saft raus. Als nächstes kommt jetzt noch eine etwas größere Prise Kurkuma dazu. Das trägt vor allem auch zur gelben, käsigen Farbe bei. Dann haben wir hier 3 Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Speisestärke. Das sorgt dafür, dass die noch ein bisschen cremiger und dickflüssiger wird. Und jetzt schneiden wir uns noch 4 Knoblauchzehen. Ja, Nudeln sind auch fertig. Ja, dann schneiden wir unsere Knoblauchzehen. Ah, da fällt mir ein, ich habe einen Trick bei Queer Eye gesehen, dass man die flache Seite des Messers drauflegen kann und dann kann man einmal draufhauen und dann geht die Schale einfacher ab. Mir ist gerade aufgefallen, dass es voll unnötig ist, die richtig klein zu schneiden, weil wir es ja gleich noch pürieren, deswegen werde ich die einfach nur grob in Stücke schneiden und rein damit. Eine Zutat, die auf keinen Fall fehlen darf, sind Hefeflocken. Die sind super wichtig für den käsigen Geschmack. Den benutzen viele Veganer auch als Parmesanersatz oder generell zum Gewürzen von Gerichten. Und davon benutzen wir 8 Esslöffel. Und inzwischen sollte jetzt auch eigentlich das Gemüse durch sein. Da kann man einfach mit einer Gabel mal schauen, ob das schon weich genug ist. Und
Ja, ich glaube, so in ein, zwei Minuten können wir das benutzen. Also das Gemüse ist jetzt durch, bedeutet, wir können damit weiterarbeiten. Allerdings ist auch noch eine zusätzliche Zutat für unsere Mac and Cheese Mischung ein bisschen von dem Kochwasser. Das sind 100 Milliliter, aber ich werde das jetzt mal einfach nach Augenmaß da reingeben, so einen guten Schuss. Und jetzt können wir das restliche Wasser vom Gemüse abgeben und das Gemüse dann auch zu unseren anderen Zutaten geben. Ja, also wenn ihr zwischendrin merkt, dass nicht alles sofort auf einmal reinpasst, könnt ihr auch erstmal den Teil, den ihr habt, schon ein bisschen klein pürieren und dann den Rest dazugeben. Dazu benutzen wir einen Pürierstab und drücken das jetzt erstmal ein bisschen nach unten und los geht's. Ja, und das macht ihr jetzt so lange, bis ihr eine cremige Masse ohne Klümpchen habt. Alright, wenn ihr dann mit eurer Konsistenz zufrieden seid, könnt ihr die Soße schon zu den Nudeln geben. Wenn ihr dann die Soße zu den Nudeln gegeben habt, werdet ihr merken, dass die noch ziemlich dickflüssig ist. Und deswegen würde ich euch empfehlen, jetzt zusätzlich noch etwas Hafermilch zu benutzen, um die Soße zu verdünnen und einfach so Schritt für Schritt mehr hinzugeben und das verrühren und eben schauen, welche Konsistenz ihr am liebsten mögt. Damit sind unsere fantastischen veganen Mac and Cheese fertig. Ich werde jetzt auch gleich mal selbst probieren. Bin echt gespannt. Ich würde sagen, wir haben vielleicht ein bisschen viel Zitronensaft benutzt, aber ich finde, es schmeckt schon sehr nice und ein bisschen auch käsig. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was unsere nicht-vegane Jury dazu zu sagen hat. Dankeschön. Das riecht voll lecker. Ja, das kann man da groß zu sagen, ne? Ich finde, Mac and Cheese sieht halt auch nicht anders aus, oder? Also, in der Kategorie Aussehen bekommt das Mac and Cheese von mir leider nur 2 Punkte. Weil ich finde, dass es leider nicht so super geil aussieht, einfach weil es halt nicht käsig ist. Und Mac and Cheese, finde ich, muss so ein bisschen so Fäden vom Käse haben. Und das hat es leider nicht. Wobei ich leider sagen muss, ja, Mac and Cheese ist eh nicht so ein Essen, das per se super geil aussieht, sondern halt lecker, aber nicht geil. Ich gebe den Mac and Cheese 4 Punkte, weil, also ich habe selber noch nie wirklich Mac and Cheese gegessen, aber wie es sonst immer aussieht, finde ich, sieht es, abgesehen von den Käsefäden, sieht es echt so ähnlich so aus. Und mit dem bisschen Petersilie sieht es super aus, super angerichtet. Ich war auch bei 4 Punkten, weil, wie die Mädels von mir schon meinten, es fehlt halt auf jeden Fall diese Käsefäden, aber normale Mac and Cheese sieht halt auch nicht sonderlich lecker aus und es ist ein bisschen klumpiger, als wie ich es jetzt von Fotos kenne oder Bildern kenne oder vom originalen Mac and Cheese kenne. Ja. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Na, und was sagt ihr dazu? Ich find's lecker. Geiler, als es aussieht. Also es ist, glaube ich, noch nicht so das Absolute. Es ist noch Luft nach oben. Mhm. Also es ist lecker auf jeden Fall, aber es hat nicht diesen Wow-Effekt. Nee. In der Kategorie Geschmack schneidet das Ganze ein bisschen besser ab. Es gibt von mir 3 Punkte. Also es ist lecker. Es ist nicht so, dass ich es nicht essen würde. Ich werde es auch noch weiter essen. Aber es ist irgendwie, da fehlt so ein bisschen der Boah-Geil-Effekt. Ich gebe dem Mac and Cheese auch 3 Punkte.
Es schmeckt lecker als nur das Gericht per se, es ist echt gut. Aber ich finde nicht, dass es darin so, es ist nicht so krass Mac and Cheese mäßig. Also sage ich, obwohl ich noch gar kein Mac and Cheese gegessen habe. Aber es ist so, es, wie gesagt, es fehlt was, es ist echt lasch. Vielleicht hätte man auch mit mehr Gewürzen oder irgendwas machen können, weiß ich nicht. Aber 3 Punkte ist solide, da ist auf jeden Fall nach oben. Ich gebe dafür leider nur 2 Punkte. Irgendwie haut mich das überhaupt nicht vom Hocker wirklich. Als Beilage oder so würde ich es auf jeden Fall irgendwo zupacken vielleicht. Oder keine Ahnung, als Auflauf verpackt, wenn dann Käse rüberkommt. Aber ich finde, wenn es alleine steht, schmeckt es ja mehr Petersilie, Leute. Also ich weiß, ich ist auch sehr zitronenlastig. Schmeckt dir da so Zitrone drin? Ich finde es sehr zitronig. Ja, aber ich finde es nicht ich super. Also, auch nicht so schlimm. Weiß ich nicht. Also es ist halt nicht mein Ding. Drin. In der Kategorie Authentizität muss ich leider sagen, es ist ein bisschen die Loser-Kategorie, weil es leider nur einen Punkt von mir gibt. Das ist das Einzige, was Mac and Cheese mäßig dran ist, ist, dass es halt mit Nudeln ist. Aber es schmeckt halt leider überhaupt nicht wie Mac and Cheese, von daher... Alles, was Sophia gesagt hat, ich gehe auch mit einem Punkt. Was ich dazu noch ergänzen würde, ist, dass es einen Punkt, weil es farblich halt aussieht wie Mac and Cheese, das ist halt gelb. Oh, leider mit anschließen mit meinem Punkt. Mac and Cheese hat es halt im Namen, ne? Also es ist, ja. es fehlen die Käsefäden, es fehlt der Käse. Und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr eine positive Bewertung und ein Abo dalassen. Es kommen noch viele coole weitere Videos in der Zukunft. Checkt auch gerne unsere Patreon-Page aus. Dort gibt es super viel interessanten Bonus-Content für euch. Und außerdem ist es so, dass jeder, der noch in 2019 Patreon wird, eine Dankespostkarte und ein Sticker-Set zugeschickt bekommt. Hier findet ihr die Veganize-Playlist mit allen Rezepten und noch ein weiteres cooles Video von unserem Kanal. Mm-hmm.